was sich als eine Art Autorität in der deutschen Kampfsportszene etabliert. Ist ja für mich auch kein Spaß. Ich muss ja ernst machen. Ich kann ja nicht da einfach irgendwie einen Flocker machen. Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Vlog. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg Richtung Köln, denn dort treffen wir uns mit dem fünffachen Boxweltmeister Felix Sturm. Drehen 5 Runden mit ihm. Außerdem sind wir morgen bei Maggio seinem neuen Musikvideodreh dabei. Dort habe ich einen kleinen Auftritt. Ihr dürft alles hinter den Kulissen miterleben. Und Fritz Meinecke, wenn du jemanden brauchst für Seven vs. Wild, Kulisse passt, Naturbursche Edmond ist dabei. Ab geht's, geh mal. Zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe mit dem Boxen und so, Felix Sturm, Arthur Abraham, das waren so die großen Namen im deutschen Boxsport. Bin schon echt aufgeregt. Meister! Wir kämpfen heute um diesen und um diesen Titel. Da bin ich sehr, sehr angestachelt in Tomality TV. Ich brauche jetzt Energy, ehrlich. Lieblingsgeschmack. Razzleberry von Rain. Geil. Was meinst du denn, wie wird das Sparen für den Edmond ausgehen? Anstrengend wird es allemal. Die Frage ist natürlich auch ein bisschen, wie viel lässt also Felix auch zu? So. Er hat gesagt, ich soll richtig reinknacken beim Edmond. Ja, Verräter! Ich dachte, wir sind Freunde! Bruder! Da Edmond ein sehr, sehr guter Boxer ist, ist ja für mich auch kein Spaß. Ich muss ja ernst machen. Weil, guck mal, du hast gegen Agit, gegen Chris, gegen so gut wie jeden. Ich kann ja nicht da einfach irgendwie einen Flocker machen. So, ich habe ja auch irgendwie mal eine Reputation und der muss ja gerecht werden, oder? Heute benutze ich von Everjump mal die ein bisschen dünneren Seile, weil die blauen, die ich letztens benutzt habe, wenn ich jetzt mit denen trainieren würde, da wären meine Arme direkt so voll und dann könnte ich das Sparring komplett vergessen. Deswegen heute mal die dünnen, ein bisschen schnelleren, einfach nur um den Körper ein bisschen auf Temperatur zu bringen. Ne? Felix hat gesagt, dass er mir vielleicht den Kontakt mit Roy Jones herstellen kann. Vielleicht. Stellt euch mal vor, ich mache ein Video mit Roy Jones Jr. Wie krank das wäre. Stellt euch vor. Stellt euch mal vor. Einfach Roy Jones. Der macht mich psychisch jetzt schon voll kaputt. Eigentlich soll der Mauer heute in meiner Ecke stehen und für mich psychisch eine Unterstützung sein. Bis jetzt macht er das immer nur schlimmer. Wenn es eine Sache gibt, das die Ringlife Gang nicht macht, dann heißt es nicht kneifen. Kein Rückzieher, Junge. Kein Rückzieher. Boah, ohne Witz. Das war brutal. Was kannst du sagen? Also was muss ich besser machen? Worauf muss ich mich konzentrieren? Oder was sind so meine Stärken, meine Schwächen für mich selber, dass ich das weiß? Ganz klar, deine geraden Hände, deine Haken, du schlägst sehr, sehr gut Aufwärtshaken. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Also ich zumindest kann mich relativ schnell darauf einstellen. Deswegen würde ich dir empfehlen, dein Jab kommt, du gehst runter und kommst rüber. Weißt du, oder? Du schlägst mit dem Jab und schlägst einfach rüber. Dann ist er. Dann kannst du auch ruhig reingehen, du kannst dann mit reingehen in den Schlag. Und dann triffst du. So 2, 3 Kleinigkeiten, die machen schon einen enormen Unterschied. Sparring ist jetzt erstmal vorbei. Wir machen jetzt ganz, ganz kurz Pause und dann drehen wir noch ein Reaction-Video, ne, noch ein bisschen was. Können nicht viele Leute von sich behaupten, ein Sparring mit einem Weltmeister gemacht zu haben. War eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Felix hat mir vorhin so einen auf die Fresse gegeben, dass ich gerade nicht richtig kauen kann. Ich merke das hier richtig an meinem Kiefergelenk. So, Freunde, wir sind jetzt erstmal fertig hier. Wir haben jetzt Sparring gedreht, wir haben eine Reaction gedreht, wir haben ein paar lustige Aufnahmen für so unseren neuen TikTok-Kanal aufgenommen. Ja, da kommen demnächst auch so ein paar Comedy-Kampfsport-Sachen online. I believe I can touch the sky. Jetzt müssen wir kurz ein Hotel buchen und ab ins Hotel umziehen, kurz entspannen, dann mal sehen, was heute noch abgeht. Ansonsten ist, wie gesagt, morgen noch der Musikvideodreh. Morgen, Freunde. Wir fahren jetzt zum, was ist, NATO-Bunker in Siegen, glaube ich. Ich soll da anscheinend auch Sparring machen, glaube ich, mit jemandem für das Musikvideo. Schauen wir mal. Viele Schauspieler. Boah, das zieht mir voll in die Eier rein. Wie sieht ich aus? Wie lange muss man da drin so? Den ganzen Tag? Nein, Spaß. Hey, mein Freund, wie geht's? Alles gut? Was geht ab, Leute? Edmond, bester Mann, Alter. Ich schaue mir auf jeden Fall immer seine YouTube-Videos an. Wir reden gleich über Anthony Joshua. Ne? Also ich hoffe, der gewinnt irgendwann den Rückkampf gegen Usyk.
hier hat man echt Respekt, Alter. Na, vorhin hat der, war ja so ganz nah an deinem Ohr dran. Da dachte ich, der macht gleich den Mike Tyson bei dir. Ich hab den scheiß Ast nicht mal gesehen, ich bin einfach nur gelaufen. Weißt du, was das Motto ist? Kopf durch die Wand oder durch den Baum. Ey, wir sind gerade ein bisschen durch den Wald marschiert. Ne, voll die coolen Aufnahmen gemacht. Bro, ich habe mehr Cardio gemacht als die letzten 6,5 Jahre gefühlt. Bin schon außer Puste gefühlt, kriegst du null Luft durch dieses Ding. Also wer in diesem Teil arbeiten muss jeden Tag, ey, mein vollsten Respekt. Kommst in der nächsten Video. Mir auch gerade erzählt, er hat sich alles selber beigebracht. Schneiden, war eine One-Man-Army, jetzt hat er sich die zwei Jungs hier geholt. Immer zwei Kameras drauf. Du hast ja einen steilen Weg zum Erfolg gehabt, ne? Ja, ja. Hast du einen Tipp, den du mir mitgeben immer kannst? Immer den nächsten Schritt planen, den übernächsten und den überübernächsten, aber nur den nächsten im Auge behalten und den gehen. So, und das über eine lange Zeit. So, du hast eine Sache, die fruchtet, weil du bist in sehr kurzer Zeit schon sehr hoch gekommen. Mhm. Leute haben dich auf dem Schirm, du hast dich als eine Art Autorität und Koryphäe in der deutschen Kampfsportszene etabliert. Du bist nicht nur ein Influencer, der darüber redet, sondern der auch selber weiß, wie es geht. Und du sprichst mit den Leuten, die du auch einlädst oder einen Talk hast, auf Augenhöhe. Mhm. Das ist ein großer Unterschied zu sehr, sehr vielen anderen Influencern in dem Bereich Kampfsport weltweit. Das heißt, du hast eine Nische für dich, die nur du so gerade bedienen kannst. Und das kannst du skalieren. Geh international, geh überall hin. Es gibt keine Grenzen. So, du kannst Englisch, geh in die ganze Welt, Mann. Ja, stark, Mann. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, Bruder, mit dem Ding. Zieh weiter durch. Du brauchst Ausdauer, aber die hast du. Berufsrisiko, oder? So ist das. Kein Problem. Erst Marsianer und jetzt Boxer, oder was? Was ist jetzt auf einmal los? Ich mache mich jetzt auf den Weg zu meinem Fight im Bunker. Mir ist arschkalt. Ich habe einfach kurze Hose. Es sind minus 47 Grad draußen. Plus, minus. Ich habe einfach nur ein Kondom an. Vorhin war ich ein silbernes Marsmännchen, jetzt bin ich ein goldener Boxer. Golden Boy. Oscar De La Hoya hat meinen Namen geklaut damals. Hieß eigentlich Golden Boy Edmund. Ich kam nach oben von ganz unten, heute überall nur Schnorrer, die mich angucken, so wie Bankgucken, besser als die Hand unten, fort du und red nicht mehr. Schurf wie die Szene, Herr Major, ich bin Elite. Keiner hier im Block zeigt mir Gegenwehr. Stellste Mensch der Welt auf gepumpt, zu gestoppt bis zum Geht nicht mehr. Wir haben den Ehre geprägt, 10 Jahre Banger, Music, ich hab Hate, was gibt's hier? Mit paar Lockdowns zwischendurch das Thema verfehlt, doch das Leben steht jetzt mit nach dem Schema zerfällt. Durch die Street vor auf Stopp im Karriere. Anstrengender Tag geht zu Ende. So, Freunde, wir sind fertig. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Bruder. Hat mich echt gefreut. Schöne Grüße auch an deine Community. Ihr supportet den auf jeden Fall, den richtigen Mann. Checkt auf jeden Fall den Song dann ab. Der kommt dann zeitgleich mit dem Vlog dann online. Das war's jetzt auch schon mit dem ganzen Vlog. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß, mich das Wochenende zu begleiten. Und ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Adios, ciao, ciao. Amigos.